Nachhaltigkeit. Das ist ohne Zweifel die Herausforderung unserer Zeit. Aber was bedeutet überhaupt Nachhaltigkeit? Daran zu denken, dass ich zwei junge Söhne habe. Wir sind nachhaltig, weil wir Fachkräfte für die Region ausbilden in den Nachhaltigkeitsstudiengängen, wie zum Beispiel nachhaltige Ingenieurswissenschaft. Nachhaltig wirtschaften heißt für mich, wir halten auch in Bonn die planetaren Grenzen ein. Wasser, Luft, Klima, Land. Um unsere Region zukunftsfest zu machen, sollten wir in Klimaschutzprojekte direkt vor der eigenen Haustür investieren. Nachhaltigkeit hat ohne Zweifel viele Aspekte. Beim ersten Nachhaltigkeitsmarkt der IHK Bonn-Rhein-Sieg und Synergie Zukunft geht es darum, Organisationen, Initiativen und Unternehmen sichtbar zu machen, die schon heute aktiv für nachhaltige Lösungen stehen. Wir sind klassischerweise tatsächlich ein Unternehmen, das Wald macht. Wir forsten seit knapp 30 Jahren auf in der südlichen Halbkugel, haben begonnen in Panama, dann in Peru, in Vietnam, Kolumbien und dort machen wir Wald- und Agroforstprojekte, wo wir tatsächlich von Weideflächen beginnend neue Mischflächen aufforsten. Insgesamt präsentieren 13 Aussteller ihre Ideen, Produkte und Aktivitäten zum nachhaltigen Wirtschaften. Für die meisten Leute ist Nachhaltigkeit wirklich auf die Papiertüte verzichten oder den Baum, den Strauch oder wie auch immer. Für uns ist Nachhaltigkeit einfach eine ganz andere Richtung, und zwar der Mensch. Der Mensch, der im Mittelpunkt alles Wirken steht, und dem soll es gut gehen. Denn nur wenn wir nachhaltig denken, fühlen und handeln, dann kommt der ganze andere Rattenschwanz zusammen. Neben den Ausstellern geben verschiedene Impulsgeber Einblick in ihre Ansätze, Möglichkeiten, aber auch Forderungen. Weil wir längst einen Zustand erreicht haben, an dem wir Dinge verbessern müssen. Der Zustand der ökologischen Systeme ist wirklich nicht gut, sodass wir als Wirtschaft, als Gesellschaft und auch viele einzelne Unternehmen dazu beitragen müssen, wie wir Natur wiederherstellen können. Dafür steht jeder in der Verantwortung, von der Privatperson bis zum DAX-Konzern. Die Kunden sind da in diesem Thema mittlerweile wesentlich sensibler, und dementsprechend sind Unternehmen losgelöst mal von den reinen wirtschaftlichen, ökonomischen Effekten gut beraten, wenn sie letztendlich die Karte Nachhaltigkeit spielen. Die große Beteiligung zeigt, das Thema steht in der Region Bonn-Rhein-Sieg ganz oben. Denn nur eine nachhaltige Region wird künftig eine erfolgreiche Region sein.